Hallo Leute, willkommen zurück zu Crow Story, meiner aktuellen Factorio-Serie. Und nun, da wir grüne Energie haben, dank unserem Kernkraftwerk, haben wir genügend Energie. Das heißt, wir können vielleicht ein paar von den Luftreinigern verteilen. Und dann die dann quasi mittels Logistik Netzwerk bedienen. Das ist nicht, was wir hier drin brauchen. Wir brauchen Filter. Und wahrscheinlich reichen uns 10. Wir fordern die von Pufferkissen an. Und dann müssen wir nur noch schauen, dass wir hier das auch immer schön am Netz haben. Am Logistiknetz. Das kopieren wir und dann schauen wir mal, denn so ein Luftfilter, da brauchen wir nur einen pro Chunk. Und wenn wir jetzt hier das machen, dann sehen wir, der steht genau auf einer Grenze. Das könnte interessant sein, was der dann so macht. Ob der für 2 Chunks reinigt oder nicht. Ah, der müsste so rum zeigen. Und der so rum. Ich denke, da müssen wir etwas abwarten, bis wir da Resultate haben. Aber ich denke hier. Und überall, insbesondere überall, wo wir massive Verschmutzung produzieren, was machen, produzieren auch ein bisschen. Stellen wir doch. Da unten haben wir schon was. Dann stellen wir hier was hin. Auf diese Seite. Und dann wahrscheinlich hier bei dem Feld werden wir einige benötigen. Um die Umweltverschmutzung zu neutralisieren. Und ich stelle da mal in der ganzen Basis ein paar von denen auf. Und dann müssen wir auch irgendwo die Filter wieder reinigen. Und das Reinigen, das produziert Schmutzwasser. Das heißt, das werden wir wahrscheinlich am besten dort machen, wo wir sowieso schon Schmutzwasseraufbereitung haben. Rund um unsere Base habe ich ein paar Luftfilter platziert. Vor allem hier in diesem Gebiet können wir sehen, die schlucken so ziemlich alles weg, was wir da haben. Wenn wir
hier die Umweltverschmutzung anschauen, dann sehen wir, der größte Teil wird von den Filtern aufgesaugt und dann bleibt etwa noch die Hälfte davon übrig, welche die Bäume aufsaugen, und praktisch nichts, was wir vom Boden oder von Schädigung von Bäumen nehmen. Gut, was uns noch fehlt, ist die Reinigung der Filter, denn da fallen einige an und ich habe mir gedacht, vielleicht hängen wir das Schmutzwasser hier an, damit wir ein wenig mehr an den seltenen Metallen rausbekommen. Dafür denke ich, verlängere ich das einfach mal da nach hinten. Dann verbinden wir das. Und wir werden auch Wasser brauchen. Und dann hier das Reinigen, das machen wir in einer normalen Montagemaschine. Ja, da haben wir den Ausgang. Da haben wir den Eingang. Und dann brauchen wir hier nur noch die Kissen. Und hier mache ich eine Pufferkiste hin, denn so möchte hier 200, denn mit der Pufferkiste sind wir in der Lage, oder wir sollten zumindest in der Lage sein, dass wir da für die Anforderungen hier dann zuerst aus der Pufferkiste die Filter holen und nicht aus unserer Produktion. Vielleicht brauche ich das ganze Setup nochmal hier unten. Damit wir da mit etwas mehr Geschwindigkeit durchgehen. Und ich hoffe zumindest, dies reicht uns. Aber wir werden sehen. Was haben wir hier für Geschwindigkeit? 10 Sekunden. Schauen wir doch mal, was wir da produzieren. Pro Minute haben wir 20. Aber wir können nur 10, 6, 12 reinigen. Dann machen wir hier halt so. Und
probieren das Ganze nochmals. Und dann sollten wir genügend Maschinen hier am Start haben, um das Ganze auch durchgängig laufen lassen zu können. Und vielleicht sollten wir uns dann auch einmal darum kümmern, die restlichen Öfen hier mit an den Start zu bringen, beziehungsweise hier überall den vollen Output rauszubringen. Denn ich denke, sobald wir da weitermachen und wir sollten vielleicht wieder was forschen. Wir können hier auch dann in die Richtung gehen. Ja, Beacons. Beacons werden wahrscheinlich angebracht. Denn sobald wir etwas mehr Dampf machen in unserer Basis, mehr produzieren, mehr forschen, wird unser Verbrauch in die Höhe schnellen. Und da sollten wir vorbereitet sein für das. Aber dafür denke ich, brauchen wir dann auch blaue Bänder. Die Logistik dafür haben wir ja schon geforscht. Bänder sind hier. Die Untergrundbänder hier. Und die hier. Also hier müssen wir dann nur noch das Schmiermittel ranbringen, welches wir ja glücklicherweise nicht allzu weit entfernt anlegen haben. Vielleicht bringen wir das etwas weiter hier drüben nach oben. Gut. Hier fehlt es uns an Stahlzahnrädern. Das könnte ein bisschen schwierig sein. Wenn wir hier das so machen, hier Stahlzahnräder. Hier brauchen wir auch Stahlzahnräder. Was, wenn wir das einen nach oben setzen?
Förderband und das so machen. Und hier brauchen wir elektronische Bauteile. Das sind Greifarmbauteile. Hier brauchen wir irgendwo noch eine Kiste, wo wir das Ganze dann rauslegen. Dasselbe hier auf dieser Seite. Auch. Und wo bekommen wir nun die elektronischen Bauteile her? Ich habe das Gefühl, die lasse ich mit Roboter anliefern. Aber dafür müssen wir die auch irgendwo herstellen, dass wir die anbieten können. Ich habe das Gefühl, der beste Platz ist hier, denn wahrscheinlich werden wir nicht gar so viele Robotergestelle brauchen, denn was ich gesehen habe, die brauchen wir nicht in unseren Technologiekarten, anders als in Vanilla. Sondern effektiv nur für unsere Roboter. Und dann können wir hier eine Anforderungskiste machen, hierfür. Dann sollten wir auch bekommen. Gut, das läuft. Wie sieht es mit Verschmutzung aus? Ja. Wir haben hier einige Plätze, wo wir gar keine Verschmutzung haben. Und ich glaube, die größten Verschmutzer sind effektiv unsere Minenfelder, unsere Erzfelder. Hier und da, da habe ich auch Lufterfrischer platziert. Aber wahrscheinlich mögen sie der Verschmutzung da einfach nicht Herr werden. Das ist zu viel für sie. Aber das ist schon mal ein richtiger Schritt. Wahrscheinlich haben wir einfach noch zu wenige Filter mit im System. Und ich werde hier mal die Bänder fertig machen. Das wird dann wahrscheinlich ein paar gelbe Bänder in Anspruch nehmen. Aber was soll's? Vielleicht müssen wir die dann irgendwann mit roten Bändern ersetzen. Aber hoffentlich, bis es soweit ist,
sollte unsere Produktion so stark sein, dass es auf diesen kleinen Unterschied nicht mehr ankommt. Nun gut, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Und nächstes Mal werden wir schauen müssen, was ansteht. Vielleicht etwas von den neuen Sachen. Da ein, zwei Schritte weitermachen. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.